Hallöchen, Happy Monday, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adobe Live am Montag. Ich bin Tanja Hildebrand, ich bin heute euer Host und heute geht es um das Erstellen einer Brand Identity und wir haben heute wieder einen tollen Gast, eine tolle Gästin bei uns. Christina Wedel ist heute bei uns zu Gast, Grafikdesignerin und Illustratorin. Herzlich willkommen, guten Morgen Christina. Hallo, guten Morgen, Tanja. Ja, schön, danke, dass ich da bin. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Teil des Boys Club. Letzte Woche hat ja quasi hier die kleine Serie mit euch angefangen. Letzte Woche war Victoria zu Gast, da ging es um das Zeichnen von Figuren in Fresco. Im englischen Stream ging es am Montag auch um Visual Identity und heute geht es hier weiter im deutschen Stream wieder mit dir und Brand Identity. Ich freue mich super auf die Stunde. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat rein, hier ist nämlich auch schon einiges los. Thomas ist da, Doris ist da, Sean, Barbara ist da. Schönen guten Morgen, schön, dass ich hier bin. Wie immer, ihr wisst Bescheid, wir sind live von 11 bis 12. Ihr könnt eure Fragen stellen. Schaut gerne hier auf Behance zu. Falls ihr gerade noch auf YouTube zuschaut, kommt hier rüber. Hier habe ich den Chat im Auge. Und ihr könnt während der Stunde dann natürlich auch Christina stellen, die ich an sie weiterleiten werde. Und ja, Christina, du bist, wie schon gesagt, Grafikdesignerin und Illustratorin. Du kombinierst auch beide Disziplinen. Möchtest du mal so einen kleinen Sneak Peek geben, was uns denn heute in der Stunde erwartet? Ja, sehr gerne. Genau, du hast es ja schon ganz schön zusammengefasst. Meine Arbeit generell setzt sich eigentlich immer aus der Illustration und dem Grafikdesign zusammen. Ich kombiniere das ganz gerne und durch meine Leidenschaft sozusagen hat sich das auch so ein bisschen, ja, zum Beruf gemacht und deshalb werde ich irgendwie ganz viel für so Brandings, die eben ein bisschen illustrativer sein dürfen oder sollen, auch engagiert, was mich sehr freut. Und heute gucken wir uns genauer an das Branding der Gelateria Moss Eisli. Das ist eine sehr tolle Eisdiele hier um die Ecke im Schillerkiez in Berlin, auch um die Ecke von unserem Studio, dem Boys Club. Genau, die gibt es schon eine Weile, ich weiß gerade gar nicht genau wie lange, ein paar Jahre auf jeden Fall schon und die Daniela, die Besitzerin, hat mich gebeten, letzten Sommer doch mal vielleicht ihre CI mal zu erneuern und da ein bisschen frischen Wind reinzubringen und das hat sehr viel Spaß gemacht, denn ich liebe Eis und ich mag es auch sehr gerne mit kleinen Businesses hier im Umfeld zu arbeiten. Genau, und da gucken wir uns an, wie ich das Logo, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Logo, wie ich vorgegangen bin, mit der Typo in Kombi, mit der Illustration, genau, mit den Einzelteilen, mit den Farben. Und dann gehen wir auch noch ein bisschen rein in die in die Anwendung und gucken uns im InDesign an, wie ich die Visitenkarten entworfen habe, ein bisschen die Gutscheine, sowas, also so Printsachen, die dann kommen. Und dann habe ich auch noch eine Illu gemacht, quasi fürs Merch, fürs exklusive Eisdeal-Merch. Und da gehen wir dann nochmal zurück in Illustrator und gucken uns kurz an, wie ich das entworfen habe. Ja, super cool. Ich bin gespannt auf die Stunde. Ich finde es auch interessant, dass du sagst,
dass du Grafikdesign mit Illustration verbindest. Ich finde auch gerade so in dem Bereich, also ich glaube, du zeigst jetzt auch gleich nochmal so einen kleinen Überblick, was du so an deinen Arbeiten oder wie so deine Arbeiten, wie die sich auszeichnen. Und ich finde, da sieht man das auch total gut, gerade so im Branding oder Packaging oder so, finde ich das einen total spannenden Bereich, dass man die beiden Dinge auch kombinieren kann. Und ich finde, du hast da irgendwie so total schön deinen eigenen Weg oder deinen eigenen Stil da gefunden. Danke, das ist sehr schön zu hören. Ja, genau, ich kann da gern gleich noch mal ein bisschen reingehen. Genau. Lass uns da gerne mal noch ein paar Minuten deine Dinge anschauen, bevor wir dann einfach einsteigen in super. Das Projekt. Ja, super gern. Genau, also wie ich ja schon gesagt habe, InDesign. Moment, ich öffne einfach mal meine Arbeiten. Ja. Genau, wie ich schon gesagt habe, ist so ein bisschen dieses Branding und ich würde fast sagen, es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es im Food-Bereich, gerade so in Berlin, irgendwie sehr viele KundInnen gibt, die da Lust drauf haben, auf diese Art von Branding. Dann habe ich zum Beispiel auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Merch entworfen für Books and Bagels, beziehungsweise heißen die jetzt Fine Bagels und Shakespeare and Sons. Das kennen vielleicht einige. Mhm. Genau, es ist so ein, ja, cool. Wie der Name schon sagt, Bücherladen und eine Bagelerie, Bagelbäckerei auf der Warschauer Straße. Und ich mag die persönlich auch ganz gerne und da freut mich das natürlich noch immer viel mehr, wenn ich für sowas angefragt werde. Also es ist immer so. Da war ich erst vor ein paar Wochen noch drin. Ach, jetzt, cool. Wo du sagst, ja, cool. Ich mag auch die Farbkombination total gerne. Du kombinierst oft so sehr kräftige Farben mit so ein bisschen pastelligeren Tönen. Das gefällt mir total gut. Danke. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ding. Und ich lande auch irgendwie witzigerweise sehr oft bei doch sehr ähnlichen Farbkombinationen. Oder wie du sagst, also es läuft eigentlich immer sehr intuitiv ab. Wie ich die Farben auswähle und am Ende ist es dann tatsächlich oft so, dass es eine Pastellfarbe ist, eine kräftige Rot-Orange zum Beispiel und vielleicht noch ein starkes Grün oder Blau und trotzdem kann man ja irgendwie, und das finde ich auch immer wieder so spannend, anhand von diesen doch manchmal ähnlichen Farben so viel Neues wieder schaffen und so viel anderes auch. Genau, und also hier war es halt toll, weil ich es ging natürlich eher weniger in die Branding-Richtung, sondern mehr in die Illustration. Trotzdem ging es darum, diesen Laden irgendwie darzustellen und diesen Ort, wie er ist und wie er vielleicht auch für BesucherInnen erscheint. Und so diesen Spaßfaktor auch mit zu transportieren, ein bisschen Witz reinzubringen. Genau, also, das war ganz schön. Ansonsten habe ich in letzter Zeit, vielleicht gehen wir dann nochmal an mein Instagram, noch ein Branding für eine tolle Blumenfarm, auch in Berlin gemacht. Die heißt Maida. Und genau, hier sieht man auch, glaube ich, ganz gut so quasi meine Königsdisziplin, würde ich sagen. Also die Kombination aus Grafikdesign und Illustration. Also gerne auch die Verschmelzung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dieser beiden Bestandteile. Und ich mag es total gerne, wenn was organisch wird und trotzdem eine gewisse Struktur hat. Ich glaube, das kann man anhand dieses Logos irgendwie ganz gut jetzt erklären. Genau, und im Branding ist es dann, finde ich, super, wenn etwas modular irgendwie aufgebaut ist und auch noch im erweiterten Sinne funktionieren kann, also dass man dann zum Beispiel mit eben Bestandteilen dieser Blume nochmal größer umgeht, die vielleicht für Sticker verwendet, solche Sachen. Und dass man sich auch irgendwie, mir ist immer ganz wichtig, dass man so eine große Range schafft und hinterher irgendwie die KundInnen auch wirklich damit umgehen, die einsetzen können, so breit sie wollen, irgendwie, dass das genau, nicht einfach nur ein Logo ist, was dann immer so ist, wie es ist und fertig. Das finde ich irgendwie immer ganz wichtig. Ja. Genau. Ich finde auch gerade so bei Illustrationen, wenn man so Elemente direkt schafft, die bieten sich dann natürlich auch super an in so einem Branding-Kontext oder in so einer Identity, die dann wieder zu verwenden, wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. So, das, ja,
Ich bin auch gespannt, jetzt so zu sehen, wie du, weil das ist ja auch immer so eine interessante Sache, wie man so mit dem Kunden zusammen oder mit der Kundin zusammenarbeitet. Wenn du es auch sagst, zum Beispiel auch mit vielen Menschen tatsächlich direkt aus deiner gleichen Stadt, so wie so auch der Schaffensprozess so von sich geht. Ja, kann ich gerne auch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ja, genau. Soll ich dann einfach gleich reingehen ins Projekt? Super gerne, ja. Lass uns gerne starten. Haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen. Genau. Sean schreibt so cool. Hier kommt das ist sehr schön. genau, vielleicht ganz kurz was zur Vorgeschichte von Moss Eisley, beziehungsweise meiner Vorgeschichte mit Moss Eisley, bevor ich jetzt das Rebranding gemacht habe. Neben der Illustration und dem Grafikdesign am Rechner arbeite ich nämlich auch sehr gerne tatsächlich an Wänden oder Rollos und male sie an. Also genauso im Mural Wallpainting Sinn. Und dafür habe ich glaube, es war 2017 oder 16, für Moss Eisley auch schon mal den Rollo angemalt. Oder das Rollo. Sorry. Ah, okay. Genau. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Es lief da noch unter dem alten Logo und Moss Eisley, weiß ich nicht, ob das jetzt alle wissen, ist die Kantine sozusagen von Star Wars, also dieser extra Planet, der Star Wars Fans mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt nicht ganz genau erkläre, aber genau, es ist die Kantine von Star Wars und daher kommt der Name. Oder okay. Dieses Wortspiel und darauf basiert auch dieses Mural, genau, was das Tempelhofer Feld aber mit einschließt, weil das ist ja ganz in der Nähe von dem Eisladen. Also dieser Turm neben dem Flughafengebäude, so ein bisschen als weirder Turm, der noch eine Eiskugel oben drauf hat und dann eben so ein paar Star Wars Elemente verwendet. Genau, und hier bin ich mal. Darf ich da mal zwischenfragen? Weil du jetzt gerade selber so ein bisschen gegrinst hast, weil ich habe mir natürlich auch deine Arbeiten im Vorfeld angeschaut und als ich das mit Star Wars gelesen hatte, ich habe mich dann auch ertappt. Ich habe da nicht so alle gesehen. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, war der Name aber schon da und dann haben sie dir aber auch die Assoziation gesagt, dass das tatsächlich eben damit in Zusammenhang steht und dann war das so für dich auch der Aufhänger oder wie hast du so diese Bildwelt kreiert? Genau, das war der Aufhänger und das war auch schon gewünscht, dass es sich da so ein bisschen bewegt oder dass ich fand das auch sinnvoll, weil wenn der Name da ist, kann man ja auch was damit machen. Und also selbst wenn ich jetzt kein Star Wars Fan bin, fand ich das ganz witzig und vor allem irgendwie dieses Tempelhofer Feld, was ja doch teilweise auch so ein bisschen auf jeden Fall eine gewisse Weirdness hat und so ein bisschen ein eigener Planet ist, das dann auch da aufzugreifen. Hat ja Spaß gemacht. Und die Farben basieren auch auf dem alten, auf der alten CI von Moss Eisley, von dem Eisladen. Ah ja, okay, ja. Genau. Ja. Also dieses Gelb und Schwarz vor allem. Das sieht man jetzt hier gerade nicht, aber genau, hier sieht man ein kleines Logo, zeige ich gerade nochmal größer gleich, das alte. Wie produzierst du das auf diese große Fläche? Nimmst du dir da irgendwie einen Beamer dann noch nachts zur Hand und projizierst es drauf oder zeichnest du das da tatsächlich vor, direkt auf dieser großen Fläche? Meistens Zweiteres. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, was ganz, ganz, ganz genau machen zu müssen, weil es ein super komplizierter Schriftzug ist oder ganz kleinteilig ist, dann projiziere ich das, wobei das natürlich vor Ort immer super schwer ist. Genau, und hier habe ich jetzt tatsächlich Freihand. Man kann sich das anhand dieser Bestandteile ja dann immer ganz gut einteilen in einzelne Segmente. Und dann wird es am Ende auch nie ganz genau so wie auf meiner Vorlage, aber das kommuniziere ich meist vorher und genau, damit es da keine bösen Überraschungen gibt. Ja, ja. Und dann muss man ja auch einfach improvisieren. Ist ja auch so ein Original Artwork dann tatsächlich an der Wand. Das ist ja super cool. Es macht auch irgendwie mehr Spaß, wenn man nicht alles detailliert so mal nach zahlenmäßig dann nur noch überträgt, sondern wirklich noch ein bisschen spontan malen kann. Ja, ja. Okay. Genau, das ist ein bisschen zum Hintergrund von mir und Moss Eisley. Genau, das alte Logo, das haben wir ja gerade schon mal kurz gesehen.
Der sah so aus, zeigt ziemlich genau, was es da gab, nämlich diese einfach, also genau, selbstgemachtes Eis und auch diese Paletten-Eis-Teile, dieses Wassereis. Und genau, ich glaube, das Logo ist damals auch relativ schnell entstanden bei ihr und sie wollte das dann eigentlich immer mal wieder erneuern, hat es aber nie gemacht, wie es halt so ist. Genau, und deswegen war es dann einige Zeit so. Und genau. Und dann, genau, kam letzten Sommer eben der Auftrag, eigentlich sollten wir doch mal vielleicht was Cooles Neues machen. Dieses Bild gibt es immer noch, auch wenn es jetzt gar nicht mehr so gut dazu passt. Aber es ist irgendwie auch eine schöne Geschichte. Genau. Dann würde ich in die CI mal gucken. Das ist denn, genau. Fangen wir da an. Sieht man jetzt schon das Ende? Also, am hatte Anfang, sie da dann eine Vorstellung, was sie erneuert haben wollte? Ja, sehr gute Frage. Das kommt auf jeden Fall noch vorher. Sie wollte gerne weg von diesen Star Wars Gedanken, wollte den Namen aber höchstwahrscheinlich beibehalten. Also es gab noch eine andere Namensoption und wir haben uns dann aber für die bewähren, also für die alte entschieden, weil die einfach schon Leute kannten und wenn man jetzt schon ein neues Branding macht, dann sollte man vielleicht nicht auch noch mit einem neuen Namen ankommen. Das ist ja so ein bisschen, ja genau, was man dann einfach schon kannte, auch in Berlin. Wollte aber eben nicht unbedingt nochmal diesen Star Wars Gedanken auffassen, weil sie selber damit auch gar nicht so sich identifizieren konnte. Das hat sich irgendwie damals in so einem Wortspiel ergeben. Und inhaltlich oder eher visuell hatte sie auf jeden Fall die Vorgabe gegeben oder den Wunsch geäußert, dass da schon eine Eistüte mit drin sein soll. Und genau, also ich glaube, die machen die Eistüten auch selbst. Und ja, einfach auf dieses Handwerk und dieses, was gibt es hier wirklich, das zu verbildlichen und darauf hinzuweisen, das war ihr wichtig. Und ansonsten sollte es gerne knallig sein, fröhlich, farbig, was eben, was man mit Eis auch so verknüpft. Also jetzt nicht, ich habe das Gefühl, es gibt gerade sehr viele neue Eis-Brandings, gerade wahrscheinlich auch in Großstädten, die sehr minimalistisch und sehr reduziert sind. Und ich glaube, da waren wir uns beide schnell einig, dass es eben durchaus, es soll schon Eis sein. So, es darf entweder was Vintage-mäßiges haben, was vielleicht so ein bisschen an die alten italienischen Eisdielen mit ihren alten, schönen, illustrierten Schildern erinnert, oder einfach ja was Modernes, Knalliges, aber es sollte nicht so reduziert sein und ja, vielleicht trist wie meine anderen Logos. Genau. Okay, also wollte sie so ein bisschen tatsächlich, dass man das Handwerk auch sehen darf. Genau, auf jeden Fall, ja. Und das war mir irgendwie auch wichtig, dass man, oder das ist auch immer so ein bisschen meine Herangehensweise, dass ich gucke, was kann ich mit einer Typo machen, was kann ich mit, genau, mit der Verbindung von Illustration und Typo und Farbe machen, damit es dieses Gefühl natürlich transportiert, was das Produkt. Und da gehe ich auch, also ich würde sagen, in gleichen Teilen irgendwie intuitiv und rational ran, also überlege irgendwie was, was in die Assoziation, aber oft kommt es auch total irgendwie intrinsisch raus und ich zeichne drauf los. Genau, und in dem Fall habe ich das auch wieder so gemacht. Hier sieht man so ein Quer-Rundumschlag von meinen ersten Entwürfen auf dem iPad, die ich dann in Illustrator übertragen habe. Also ich hatte so die Idee, dass man mit der Schrift schon eben dieses cremige, eisige vielleicht übertragen kann. Habe dann aber auch probiert, mal so was ganz Simples zu machen, da irgendwie Buchstaben mit reinzubringen. Das ging eher so ein bisschen in die ja, in die alte Sign Painter oder vielleicht eher so 80s Schild-Leuchtschrift-Richtung. Da finde ich aber die Schrift total schön, irgendwie das M und das E. Ja, das macht das alles so rund und prunkvoll. Ja. Ja, genau. Ich probiere immer so viel wie möglich aus. Hier sieht man meine Zeichenkünste.
Genau, manchmal scribble ich einfach ganz schnell die Ideen auf und ziehe Teil Chefs aus. Genau, und dann kleine Buchstaben, große Buchstaben. Dann kommen wir schon in die Richtung, wie es ja dann am Ende auch aussieht. Genau, das zum Thema so Handschrift. Ich habe dann auch noch ein paar Sachen ausprobiert mit einer Schrift, also mit einer Font, aber das war ziemlich schnell klar bei dem Auftrag, dass es hier was Handgeschriebenes sein muss, fast schon. Das war irgendwie für mich wichtig. Okay. Wie kommunizierst du oder wie läuft das dann mit, also jetzt in dem Fall der Kundin ab, wenn du jetzt zum Beispiel auch gerade jetzt sagst, so bei der Typo, eigentlich hast du im Kopf, dass es, oder es fühlt sich so an für dich, dass es auf jeden Fall eine selbstgeschriebene Typo ist, kommunizierst du das auch direkt so oder machst du dann unterschiedliche Entwürfe? Meistens beides. Also ich gebe immer eine Empfehlung und sage auch oft beim ersten Gespräch schon, wenn dann eine Intuition da ist meinerseits, was ich mir da vorstellen könnte, und um so ein bisschen vorzufühlen, was die Kundin sich da auch vorstellen kann. Oder wenn es vielleicht genau dann in eine ganz andere Richtung geht, dann ist es auch super gut, das natürlich vorher zu wissen. Und dann mache ich aber schon immer so mindestens 3 Entwürfe, die sich auch meistens so gut es geht wirklich voneinander unterscheiden, dass es eine breite Range gibt, aus der man auswählen kann, und genau, dann auch erstmal von viel Umfang, von viel Möglichkeiten auf ein etwas kleineres, auf eine kleinere Schnittmenge sich einigt, um dann wieder weiterzugehen. Also sich einfach Schritt für Schritt anzunähern, aber ja, also mir ist es schon wichtig, von vornherein immer viel zu kommunizieren, was ich vorhabe und was ich mache, weil das erspart mir am Ende ja auch Arbeit. Total. Nee, ich frage auch deshalb, es ist ja manchmal, oder es hatten wir hier auch schon in den Sessions ja auch immer wieder so ein Thema, ne, inwieweit sind da die Kundinnen oder der Kunde offen, dich oder die Gestalterin, den Gestalter auch als Beraterin in der Hinsicht ja auch zu sehen. So, deswegen finde ich das auch immer so ganz interessant, ja, wie das dann so im Einzelfall dann abläuft. Das ist natürlich auf jeden Fall, glaube ich, einfacher und kommt auch noch mal öfter vor, wenn man mit kleinen Businesses zusammenarbeitet, weil die wahrscheinlich nicht irgendwie eine Marketingfirma noch hinten dran haben oder eine persönliche Beratung, die dann noch mal zwischengeschaltet ist, sondern genau, da das stimmt. Ja, muss man manchmal auch ein bisschen auf die Grenzen aufpassen, glaube ich. Genau, aber so die Typo-Base gewesen. Und dann passiert es immer so, dass ich reingehe und gucke, okay, welche Typo, weil das sieht jetzt ja vielleicht noch irgendwie total Chefs aus, aber was ist denn, wenn ich das nehme und es mal irgendwie einsetze und mit Farbe fülle und in eine Form bringe? Und dann kommen da so total abstrakte Skizzen dabei raus oder Entwürfe. Ich dann denke, vielleicht muss, wenn schon eine Eistüte auch drauf soll, vielleicht muss es nicht auf die 12 sein und ganz naturalistisch eine Eistüte sein, sondern vielleicht kann es abstrakter wahrgenommen werden, umgesetzt werden. Vielleicht kann das aber auch konkreter sein, mit einer Hand tatsächlich. Das war was die Kundin auch vorher sich tatsächlich gewünscht hat, mal zu sehen, also eine Hand mit einer Eistüte. Und ich möchte diesem Wunsch dann auch nachkommen, auch wenn ich dann selbst dann meistens, wie ich gerade schon gesagt habe, finde ich es schade, wenn man zu gegenständlich wird. Bin gerne ein bisschen abstrakter, ein bisschen mutiger. Ja, ja. Da fange ich dann auch an, das mal zu kombinieren mit einer Schrift, genau, weil so ein bisschen finde ich das immer gut, auch fürs Auge, wenn man ein Typeface kombiniert mit einer handgeschriebenen Geschichte. Das macht es auch manchmal noch ein bisschen wertiger oder ein bisschen offizieller irgendwie. Da habe ich halt dann mit der HK Grundtest gearbeitet. In dem Fall war es auch wichtig, keine super teure Schrift jetzt. Also das ist natürlich immer schade. Ich arbeite sehr gerne mit SchriftdesignerInnen zusammen oder Typefoundries. Aber oft ist es so bei kleinen Businesses, dass da halt kein Budget mehr für da ist. Und dann muss man sich irgendwie an Google Fonts bedienen oder so oder an anderen Fonts. Und genau. Ja.
dann, genau, da habe ich dann tatsächlich auch noch was ohne Handlettering ausprobiert. Weiß gerade selber nicht mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich, müsste ich jetzt nochmal in ein anderes File gehen, um zu gucken, welche Schrift das ist. Aber vielleicht ist es gerade für den Moment auch in Ordnung. Genau, auch so ein bisschen ja, freier damit umgehen. Was könnte man denn Lustiges machen? Was ist eine Eistüte? Müssen wir eine Eistüte zeigen und darunter die Typo? Da können wir das integrieren und die Schrift irgendwie verbildlichen. Ja, du gehst dann, oder jetzt hier zumindest, du gehst dann auch sehr schnell in die Farbe rein, oder? Damit du das quasi so siehst, wie es dann wahrscheinlich auch am Ende gedacht ist. Ja, genau, auf jeden Fall, weil mir hilft es immer total, selbst zu sehen, wie es aussehen kann, wie was auch wirken kann mit verschiedenen Farben. Hier finde ich das zum Beispiel mittlerweile viel zu pastellig. Da hätte ich dann vielleicht auch so was Neonmäßiges eher ausprobiert und gesagt, wenn ich jetzt mal machen würde, dass es dann doch mehr so diese 80s-Richtung, die ist vielleicht eigentlich für anschaulich. Genau, irgendwas oder auch umgekehrte Farben, also dass man das wie so ein wie so ein Leuchtschild eigentlich eher visualisiert. Und genau, also sowas mache ich ganz viel, dann zu gucken, wie sieht das eigentlich mit der Farbe aus und wie würde das so aussehen und einfach rumprobieren. Das passiert tatsächlich sehr oft. Und dann auch total wild und ja. Genau. Gerne auch immer schon, deswegen sind die hier so visitenkartenförmig, mit Flächen dahinter, um zu gucken, wie sieht denn so ein Logo auf einem Format aus, was einer Visitenkarte ähnlich kommt, in der, also so im entferntesten in der Anwendung. Wie kann sowas wirken? Weil, genau, wann sieht man schon mal das Logo irgendwie nur für sich stehen? Das ist ja eigentlich immer in irgendeiner Anwendung. Ja, das stimmt. Ich finde auch tatsächlich, manchmal kann es dann nochmal komplett anders wirken. Oder auch gerade das, was du angesprochen hast mit Farbe, ne? Ob du jetzt hell auf dunklem Hintergrund oder umgekehrt auch hast, dass man da auch immer merkt, okay, funktioniert das überhaupt gerade irgendwie zum Beispiel bei dünnen Schriften oder auch bei Schriften mit einer großen Strichstärken-Differenz. So. Ja, genau, total. Das macht ja immer einen echten Riesenunterschied. Hier zum Beispiel wäre es vielleicht auch zu dünn, wenn man das in hell auf dunkel hätte. Ja, solche Sachen. Voll. Genau. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, gerade vielleicht konventioneller oder hipper, was man vielleicht ein bisschen öfter sieht. Aber auch sowas nehme ich dann gerne noch mit rein, um einfach auch zu gucken, in der ersten Entwurfsrunde, was stellt sich die Kundin, der Kunde eigentlich vor. Ich stehe natürlich total auf Verläufe, vor allem Pastellverläufe. Und wenn sie dann auch noch einen Grain haben, dann will ich eigentlich nichts anderes mehr. Ich fand das halt total passend auch zum Thema Eis, weil wenn man jetzt verschiedene Eissorten wählt, dann verschmelzen die ja auch miteinander. Mhm. Und genau, es hat so ein bisschen dieses Eisige für mich total gehabt, also verschiedene Sorten, die man darstellt, diesen Grain, die Eistextur irgendwie so ein bisschen handgemacht ist. Deswegen war ich irgendwie großer Fan zuerst mal davon, habe dann aber schnell gemerkt, dass das natürlich auch in der Anwendung relativ schwierig wird, weil dieses Logo genau einfach aus einem Verlauf besteht mit einem Grain und wenn man das zum Beispiel als Sticker auf die Fensterscheibe machen will oder auf eine Tafel oder sonst irgendwas, wird das natürlich schwierig, weil dann kann man nicht mehr einfach nur mit Stencils arbeiten. Und das ist, genau, also es muss man immer noch so ein bisschen weiterdenken, wie will ich später umsetzen und was brauche ich eigentlich und wo behindere ich mich vielleicht selbst in einem Schritt schon, wenn ich den jetzt so gehe. Ja, guter Punkt. Tim fragt ja auch gerade im Chat, das wäre allerdings auch eine Herausforderung für ein Wandgemälde wahrscheinlich, oder? Ja, das also stimmt allerdings. Mit Sprühdosen dann. Ja, das stimmt. Ja, Mensch. Ja, auch cool gewesen. Stimmt. Für den Rollo. Das Rollo.
Genau. Hier sieht man ja zum Beispiel, habe ich tatsächlich schon auch diese Typo ausgewählt, die mir dann letzten Endes auch am besten gefallen hat, die ich auch verwendet habe. Ich würde dann gerne nochmal, genau, so ein bisschen jetzt näher ans Logo rangehen. Habe ja schon erwähnt, dass ich total gerne abstrakt arbeite und so ein bisschen naiv auch. Gerade in dem Fall war es mir eben wichtig, dass es was Lockeres hat, dass es irgendwie, genau, wie ich schon gesagt habe, nicht aber eine Eistüte ist, die super naturalistisch aussieht, weil das weiß eben jeder und jeder hat eine Vorstellung. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, damit so ein Gefühl zu wecken mit dem Eis. Es soll irgendwie Spaß machen. Jeder verbindet vielleicht auch Kindheit damit. Das geht zum Beispiel bei mir eigentlich nie weg, auch wenn ich dermaßen viel Eis esse jeden Sommer. Das bleibt irgendwie, dass man damit so Kindheitserinnerungen verknüpft. Das heißt, es soll irgendwie Spaß machen. Und dann sind auch total gute Launefarben. Ja, ich auch. Und dann gehe ich echt einfach hin und denke so, ja, okay, ich mache jetzt eine Eiskugel, aber die soll halt nicht so perfekt sein. Dann sieht sie halt so aus. Also das ist wirklich, wie ich es mache. Super easy Pfade mit Illustrator. Ich wollte gerade fragen, wie hast du es gar nicht irgendwie am iPad mit Fresco oder so? Weil da kann man ja auch einen Faden zeichnen. Du hast es direkt in Illustrator gemacht. Ja, genau, okay. Das ist so ein bisschen, ich glaube, es kommt so aus der Macht der Gewohnheit noch bei mir, dass ich dann sowas im Illustrator mache, weil ich da habe ich ja dann schon meine Typo übersetzt so und dann brauche ich jetzt hier schnell, ich bin auch sehr ungeduldig, dann brauche ich da schnell jetzt die Elemente, um zu gucken, wie es aussieht und die zu kombinieren. Okay. Genau, und dann nehme ich einfach meine Maus und mache das. Das war jetzt gerade noch die nächste Frage, ob du dann mit einem Zeichenboard arbeitest oder tatsächlich einfach irgendwie Trackpad oder Maus. Genau, ich hab tatsächlich die Maus. Ich benutze iPad und Computer immer noch relativ separiert. Wie gesagt, es ist einfach, glaube ich, echt die Macht der Gewohnheit, die das mir so eingerichtet hat. Genau, und dann gucke ich, wie kann man die Elemente miteinander kombinieren? Also kann man vielleicht auch sagen, man macht eine noch deformiertere Eistüte und zwei Kugeln, die total unterschiedlich groß sind. Ist das schon Eis genug? Erkennt man, dass es Eis ist? Was braucht es noch? Ist es dann mit der Schrift vielleicht genug? Braucht es noch andere Farben? Hier zum Beispiel hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit, die Eistüte jetzt irgendwie in einer anderen Farbe zu machen. Und hier vielleicht sogar schon noch, aber hier nicht mehr, weil dann erkennt man einfach nur noch irgendein Dreieck. Da geht es dann zu weit weg vom Kontext, glaube ich. Genau, also viel ausprobiert, hier doch nochmal die Hand mit reingenommen, aber irgendwie schnell gedacht, langweilig. genau, und dann kamen hier so diese Elemente in Kombi, also wirklich diese Illustrator gezeichneten Pfade in Kombi mit der Schrift. Hier meine HK Grotesk, die ich, das ist, glaube ich, die Medium. Das ist dann die, die es auch geworden ist, Demi Bold sogar, ja, genau. Wollte ich eine schöne, nicht ganz so prägnante, aber doch auch vielleicht ein bisschen geschwungene, runde Schrift auswählen, die diese weiche Handschrift ergänzt. Ja, genau. Und dann so ein bisschen klassisch gedacht, ein Logo in einem Kreis. Wenn es sitzt in dieser Eiskugel, gehe ich in die Kreisform. Gucke ich mal, wie das aussieht. Gucke ich aber auch mal, wie die beiden Schriftzüge zueinander zentriert sein können. Und setze wild die Elemente dahinter. Schiebe das rum, gucke, wie das aussieht. Was kann ich damit machen? Genau, wieder das Gleiche. Was sieht dann noch nach Eis aus? Was wahrscheinlich nicht mehr. Welche Sachen? Wie ist das da so, weil du jetzt auch gemeint hast, dass sie ja schon gesagt hat, dass sie gerne so diese Eiskugel oder so das Eis an sich so hätte. Zeigst du ihr dann jetzt zum Beispiel auch in so einem Prozess einfach dann das Ergebnis, dass zum Beispiel was Abstraktes oder sehr Abstraktes dabei ist? Oder deutest du das davor auch schon an? Weil das kann ja tatsächlich bei manchen Kundinnen auch so ein Faktor sein, der dann so, das ist es aber doch was sehr anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Wie handhabst du das so? Das stimmt.
Es kommt ganz drauf an. In dem Fall habe ich es vorher schon angedeutet, weil ich das irgendwie schon im Kopf hatte. Aber oft ist es so, dass ich das erst im Prozess merke, wenn ich umsetze, dass es mir persönlich eigentlich ein bisschen zu konkret ist und dass ich gerne abstrakter gehen würde. Und dann mache ich einfach einen Entwurf und haue den mit rein. Und wenn das tatsächlich mein Favorite ist und ich genau das auch argumentieren kann, dann mache ich das auch. Also dann sage ich irgendwie, ich weiß, dass wir eigentlich darüber gesprochen haben und das ist auch hier dabei. Ich meine, eine persönliche Empfehlung wäre aus den und den Gründen, aber vielleicht doch eher ein bisschen mutiger zu werden, ein bisschen abstrakter zu sein, weil, wieso auch nicht? Das andere hat man bildlich schon, also haben alle bildlich im Kopf. Jeder weiß, wie ein Eis aussieht, brauche ich das dann auch noch übersetzen, also jetzt anhand dieses Beispiels. Deshalb, wieso nicht einfach mal ausprobieren? Und meistens ist es ja so, dass viele KundInnen auch vorher gar nicht im Kopf haben, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne was Abstraktes machen, was Naives, also manche können damit was assoziieren, aber viele auch einfach nicht. Und ich glaube, da hilft es, das einfach mal zu sehen und dann vielleicht auch ungefragt mal zu zeigen. Mhm. Ja. Nee, sehe ich genauso, aber es ist ja auch immer so ein bisschen ein Risiko dabei. Auf jeden Fall. Und es kommt ja auch voll drauf an, wie viel Zeit man gerade hat, ehrlich gesagt. Also das muss man ja auch dazu sagen. Wenn man gerade einfach nur schnell, was natürlich nicht der Idealfall ist, den Job fertig machen muss, dann hat man vielleicht nicht so viel Zeit für Experimente, die man gerne machen würde. Genau. Und dann war es mir irgendwie relativ doch schnell, glaube ich, klar, dass ich gerne mit dieser HK-Grotesk arbeiten würde und auch mit diesem Schriftzug, wie man hier jetzt sieht im Vergleich zu dem Entwurf, habe ich den natürlich nochmal so ein bisschen angepasst. Also dann gucke ich die Spationierung an, gucke mir an, wie groß können die Buchstaben sein, wie sollen die zueinander stehen, müssen die vielleicht noch ein bisschen gedreht werden. Genau, damit das irgendwie schön fließt. In dem Fall wollte ich natürlich so gerne diese Lockerheit drin behalten, muss ja aber natürlich trotzdem für ein Logo einfach nochmal echt drauf achten, dass es ja am Ende irgendwie gut aussieht und der Weißraum gleich verteilt ist. Aber voll schön, dann hast du tatsächlich die Typo auch gelassen, also den Schriftzug, den du ganz am Anfang quasi bei deinen Skizzen auch schon gemacht hattest. Ja, genau. Okay, das finde ich total spannend, weil oft ist es ja so, also der hat nämlich auch so eine Leichtigkeit, ne? So, also das, was du auch gesagt hast, finde ich, strahlt ja total aus. Mir persönlich geht es manchmal so, wenn man das dann nochmal ein zweites Mal irgendwie besser machen will, dann klappt es nämlich tatsächlich auch oft nicht mehr, ne? Wenn man sich da jetzt so, jetzt muss es der werden, der Schriftzug. Deswegen finde ich cool. Also ich finde den total schön und sympathisch. Auf jeden Fall. Wirkt das auch. Voll. Ich musste letzte Woche was für einen Kunden zeichnen, also ein Schriftzug, der sollte für eine Werbung fungieren. Und ich habe es so schwer getan, weil ich habe es im ersten Handschriftzug geschrieben und es war so echt ganz gut, aber es ging noch so ein bisschen in die falsche Richtung. Und danach war einfach alles so, oh Gott, ich verkopfe mich total, es ist total verkrampft und es wird gar nicht so, wie ich es will. Und also genau das, was du sagst, wenn man es dann weniger spontan versucht, ist es oft völliger Quatsch. Ja, okay. Genau. Dann habe ich ich mir so diese Elemente genommen und geguckt, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie die stehen können. Vielleicht kann die Eistüte auch da liegen. Vielleicht kann die diese Schrift ein bisschen unterstreichen. Die ist ja so geformt. Oder andersrum sein. Genau, da irgendwie dann sie ausprobiert. Dieses Rot wollte ich. Also generell habe ich gerne nie mehr als 3 Farben in einem Logo, weil sonst wird es schon ein bisschen viel. Rot kann man natürlich dann nicht in den Hintergrund packen, muss man vielleicht auch ein bisschen kleiner machen, wenn der Schriftzug schon so groß ist. Genau, und so bin ich dann durch viel Ausprobieren und Kombinieren
auf dieses Logo gekommen. Dachte dann nämlich doch, die Eistüte darf nicht so zerfallen, sondern muss ein bisschen geschlossener werden. Dann darf sie aber auch liegen. Hier war auch so ein bisschen der Gedanke oder die Gefahr dahinter, dass Leute sehen, ist das eine umgefallene Eistüte oder eine Eistüte, die genau auf den Boden gefallen ist. Und dann haben wir da auch drüber gesprochen. Und es war dann aber so, ja, dann ist es, also ist es halt so. Vielleicht ist es halt eine Eistüte, die einem Kind im Sommer runtergefallen ist. Das gehört dazu. Und wenn das jemand da drin sieht, soll er oder sie das machen. Aber es ist vielleicht auch in Ordnung. Es ist irgendwie formal, erfüllt es seinen Zweck und es ist gut und unterstreicht irgendwie diesen Schriftzug. Mhm. Und wenn das jemand da drin sehen möchte, dann bitte. Genau, und dann habe ich ja auch schon angedeutet, was ich ganz gern mache, ist so ein modulares System aufbauen und mich so wenig wie möglich einschränken indem ich mich auf ein Logo festlege. Und dann hier habe ich noch eine andere Schrift verwendet, habe ich aber versucht, dieses Element der Eistüte mal noch umzubauen oder in eine andere Position zu bringen und damit vielleicht was ein bisschen hochkantigeres zu entwerfen und dafür dann vielleicht zwei spaltig zu gehen. Mhm. Hier kam es gerade nochmal von Nancy ein Kommentar, du zeichnest deine Schriften mit der Maus, Respekt. Wenn ich es richtig verstanden hatte, die hast du aber, glaube ich, mit dem iPad gemacht, oder? Genau, die habe ich okay. mit dem iPad gemacht. Weil, genau, da sieht man natürlich auch so diesen Pinselzug sozusagen. Das habe ich mit dem iPad gemacht und dann, das sieht dann so aus. Also, oder so sieht es natürlich nicht aus, so sieht es aus, wenn es vektorisiert ist. Aber ich zeichne das erst am iPad und dann vektorisiere ich das. Okay, ja. Nancy schreibt gerade, das tröstet mich massiv. Ja, das glaube ich. Genau, und dann schaue ich gerne, dass ich zwei Varianten mache von dem Logo. Also sage es vielleicht ein Querformat und ein Hochformat. Dann habe ich auch geguckt, wie kann das Ganze denn aussehen, diese Schriften jetzt schon vektorisiert. Mal hier eben den Pathfinder rausholen. Wenn ich das trenne voneinander und dann vielleicht, weil mein Hintergedanke jetzt gerade oder war dann, wie sieht es denn aus, wenn ich es einfarbig brauche? Also wenn ich jetzt einen Sticker zum Beispiel für die Fensterscheibe brauche weiß ich nicht, es irgendwann mal ein Poster gibt, auf dem die als Anbieterin von einem Straßenfest oder so mit ihrem Logo in weiß auf dem Bild muss oder in ganz klein und schwarz. Genau, würde das auch funktionieren oder wie kann man das lösen, dass dann ein Logo, was eigentlich angelegt ist, jetzt auf mehrere Farben auch vielleicht in einfarbig funktioniert. Ja. Also da mag ich den Pathfinder sehr gerne und dann gehe ich ganz oft in so Scherenschnittmäßige 2D-Geschichten. Das ist ja auch schon relativ 2D, aber das überlagert sich irgendwie noch und dadurch kommt eine Räumlichkeit rein. Aber um das nochmal zu übersetzen, mache ich sowas ganz, ganz gerne. Ja. Ja, auch so für Siebdruck. Ich glaube, du hattest ja dann auch gezeigt, ihr hattet auch noch so ein Merch-T-Shirt. Muss man ja dann auch immer direkt gucken. Ja, cool. Wenn du jetzt auch gerade sagst, du denkst da schon so diese ganzen Varianten mit, zeigst du bei dem Logo-Entwurf auch direkt schon mal so angedeutet eine Visitenkarte? Also gerade so, wie das auf dem Format dann wirkt, machst du das dann auch direkt mit? Ja, meistens schon. Weil ich mache das ja für mich selber auch schon relativ am Anfang, dass ich gucke, wie sieht das aus auf einer Farbe. Und dann macht es auch total Sinn, das einfach gleich mitzuzeigen, weil wieso sollte ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen? Und ich glaube, es hilft auch tatsächlich sehr viel, das schon mal gesehen zu haben. Um sich das vorzustellen. Ja, Stichwort. Ja. Da nehme ich dann meine Logo-Entwürfe mit rüber.
ins InDesign. Und hier bin ich jetzt schon quasi so ein bisschen in der Präsentation drinne, um ihr zu zeigen, was könnte das Hauptlogo sein, in welchen Farben oder Farbkombinationen. Umgekehrt kann es vielleicht auch noch funktionieren. Hier sieht man nochmal diese hochkantigere Variante und wie das Logo in kleiner auch wirken könnte. Mhm. Und hier habe ich dann tatsächlich auch schon die Visitenkarten angedeutet. Bin ich auch immer großer Fan von. Gerade beim Eis bietet es sich auch super an, finde ich, weil es einfach verschiedene Sorten gibt und davon eine Eisdiele lebt, in verschiedenen Farben Visitenkarten drucken zu lassen. Und also hier hat man ja auch schon direkt irgendwie Assoziationen von, weiß ich nicht, Erdbeere, Banane, Himbeere, Pistazie. Genau. Und dann könnte man einfach alle drucken mit einer gleichen Rückseite zum Beispiel. Ja. Ich mag auch die Rückseite nochmal mit dem kleinen Element davon im Eis. Das ist auch schön. Ja, ja, genau. Ja. Wie sieht das Logo vielleicht auch aus als Icon oder als Icon? Als genau, wenn der Schriftzug nicht dabei ist. Ach, jetzt muss ich hier rausgehen. Aus der. Oder? Nee. Nee, es geht. Okay. Jetzt gehe ich mal zurück. Genau, auch hier mache ich immer relativ viele Varianten von einem Layout, von einer Visitenkarte. Auch erstmal einfach für mich selber und dann sortiere ich natürlich aus und die besten schaffe ich mit rein. Genau, ein bisschen größer damit umgehen, ein bisschen freier, noch lustiger. Mhm. Das ist tatsächlich dann auch geworden. Genau, und da habe ich nochmal eine Version mehr mit reingenommen an Farbe, weil ich es irgendwie doch ganz schön fand, noch was Kühleres zu haben. Und ja, weil es auch irgendwie dieses Eiskalt nochmal ein bisschen repräsentiert. Okay, stimmt, ja. Da habe ich nochmal andere Farben probiert, weil die anderen, also die ersten waren tatsächlich, kamen total schnell raus und waren so die Intuition. Und dann ist es ja so, dass man gerne doch nochmal ausprobiert, wie sieht es eigentlich mit anderen aus? Ist es nicht vielleicht mit anderen doch schlauer und besser? Und ist meine Intuition berechtigt gewesen? Oder ja, sollte ich sie nochmal überprüfen? Und dann habe ich da noch ein paar Farbwelten ausprobiert. Auch was genau Bärigeres. Also ist auch alles total eismäßig, aber hat für mich dann irgendwie, oder für uns, dann auch nicht so diesen Sommer, fröhlich, frischen Charakter irgendwie transportiert, sondern ist dann doch sehr speisig. Mhm. Genau. Sehr speisig. Ja, wenig künstlich. Ja. Wie viele Varianten zeigst du der Kundin oder dem Kunden? Also gerade so auch in der Kombination mit den Farben, mit den Logos. Was ist da so für dich der Richtwert? Weil zu viel kann ja dann auch oft überfordernd werden für den Kunden, für die Kundin. Oder hast du da so für dich was du denkst, das ist gut oder das funktioniert gut? Also ich fahre eigentlich immer ganz gut mit 3 bis 4, muss mich aber tatsächlich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich oft dann denke, ach Mensch, jetzt hast du das halt gemacht und eigentlich findest du es auch gut, jetzt packst du es noch mit rein. Und ich glaube, ich mache es dann immer so ein bisschen auch dran fest, wer die Kundin ist, ob ich die jetzt irgendwie besser noch vielleicht kenne oder genau das, ob ich der vielleicht auch eine eigene Selektion noch mehr zutraue oder ob die vielleicht ein bisschen mehr Beratung braucht und dann stampfe ich das eher 1 auf 3. Und ich glaube, gerade wenn ich mit größeren Kunden zusammenarbeite, dann sind es eher weniger, weil ich weiß, dass man dann auch einfach ein bisschen vorsichtig sein muss mit den eigenen Ressourcen und so. Ja. Aber auch da irgendwie tatsächlich ist es sehr intuitiv. Also wenn ich denke, jetzt sind es halt 5, dann sind es 5, weil die mag ich alle oder die gehen alle in total verschiedene Richtungen. Okay. Ja. Oh ja, das ist auch eine schöne Farbkombination. Das ist tatsächlich auch dann geworden. Also es wurde die rote
also wirklich auch ganz knallig auf der Vorderseite. Genau, und die Rückseite sah so aus. Genau, hier sieht man es nochmal. Das ist das Endergebnis geworden. Die andere wurde dann das Blau, obwohl das jetzt eher gar nicht die Corporate-Farben geworden sind, aber für die Visitenkarte haben wir uns dafür entschieden, dann einfach noch einen leichten Ton in die in den Hintergrund zu bringen. Cool. Ja, das Rote, das sieht so richtig lecker aus einfach. Ja, sehr saftig irgendwie. Auf jeden Fall. Danke. Genau, das zur Visitenkarte. Und dann das noch mehr Spaß gab es beim Gutschein. Da war natürlich schon klar, wie sieht das Logo aus, wie sieht also genau alles schon vordefiniert. Das ist ja ganz cool, um dann weiterzugehen. Die Farben auch. Und dann war es nochmal total spaßig, weil ich gedacht habe, also es gibt den Gutschein über 12 Kugeln Eis, über 6 Kugeln Eis und über 3 Kugeln Eis. Und jetzt könnte man ja auch einfach damit lustig umgehen und sagen, man bildet wirklich diese 12, 6 und 3 Kugeln da ab und kreuzt die. Ja, also das war nochmal ein anderer Gedanke vorher, ob es eine wie nennt man das? Couponkarte gibt, man die dann wegkreuzen kann, gab es jetzt aber erstmal noch nicht. Jetzt ist es einfach ein Gutschein und so funktioniert das bildlich mit den Kugeln. Ist eine A6-Gutschein geworden und also ich bin dann weiterhin bei der HK Grotesk geblieben und habe mir da ein relativ einfaches Layout mit doch ein bisschen, weiß ich nicht, Raffinesse. Ich mag es ganz gerne, wenn da nochmal eine größere Schrift auftaucht und es macht halt total den Unterschied. Ja, ob man jetzt irgendwie sagt, das ist der Gutschein. Bisschen langweilig. Oh, das ist halt der Gutschein. Und genau, das war dann irgendwie auch. Hier ist es natürlich so, dass ich dann schon mich gefragt habe, passt das jetzt zur CI? Weil das haben wir ja hier gar nicht gemacht. Und dann stehe ich da schon manchmal vor so einer Frage, wo ich, vor so einer eigenen, ich dann denke, ja, das passt jetzt dazu? Kann ich jetzt, wie frei kann ich das jetzt übersetzen? Kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, das steht jetzt da quer drauf? Oder muss ich in den gleichen Schriftverhältnissen, Größenverhältnissen bleiben, wie auf der Visitenkarte? Und am Ende ist es meistens so, wenn es nicht zu verbisch ist oder jetzt kein Style Guide braucht, vielleicht für größeren Kunden, dann bin ich meistens auch einfach sehr frei. Und okay. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage von mir gewesen, inwieweit du zum Beispiel irgendwie auch dann mit einem Grid arbeitest und wie strikt du dich auch selbst daran dann hältst. So. Also weil ich finde, das wirkt da jetzt auch total gut, aber das, was du es auch gerade gesagt hast. Aber ich finde es auch gut, wenn man einfach sagt, man kann da so ein bisschen freier mit umgehen, gerade bei kleineren Businesses dann auch, was ja dann der Vorteil auch ist. So. Ja, also ich schaue bei Schriftgrößen dann schon, dass die irgendwie, dass das korrespondiert, also dass die jetzt irgendwie die gleiche ist wie auf der Visitenkarte zum Beispiel. Aber ich kann ja nicht auf einer A6-Karte nur die gleiche Schriftgröße benutzen wie auf der Visitenkarte und ein Format neu denken. Trotzdem, genau wie du sagst, irgendwie versuchen, ein System zu schaffen. Hier bin ich noch relativ echt frei gewesen. Habe jetzt auch kein Flyer oder so noch nicht gemacht. Also nur einen Klappflyer oder eine Broschüre oder sowas. Und ich habe auch das Gefühl, dass das immer sich mehr verändert. Also je mehr wir uns irgendwie auf kleineren oder auf einer kleineren Range von Printprodukten bewegen und im Web bewegen, gerade irgendwie, wenn es jetzt, meistens auch Instagram geht, dass die Regeln sich so ein bisschen neu anpassen müssen. Also das ist vielleicht, klar bin ich ein Fan von Grids und muss das geben, aber macht halt auch nicht überall Sinn und vielleicht weniger, wenn wir einfach nur eine Gutscheinkarte haben oder ein Bild für ein Template für Instagram entwerfen müssen. Auf jeden Fall. Hier kommt gerade noch eine Frage von Nancy rein. Sie fragt nämlich, ob du auch die Handschrift vom Logo
auch nochmal für andere Worte oder Begriffe verwendet hast? Sehr gute Frage. Habe ich nicht gemacht, weil ich hier, weil ich schon oft das Gefühl habe, ich nehme gerne Handschriften mit ins Logo und habe dann aber, denke dann, dass es schlauer ist, mit einer Typeface zu arbeiten, um das Ganze doch mehr durchdeklinieren zu können und ein bisschen stringenter zu machen. Und ja, dann sind wir doch wieder bei den Regeln. Dieses Freie einzubetten in ein Regelwerk von genau einer, meistens nur anderen weiteren Schrift. Oft habe ich dann auch nur einen Schriftschnitt, den ich noch weiter verwende. Kommt drauf an, was es ist. Aber oft, genau, also wenn ich eine handgeschriebene Schrift im Logo verwende oder irgendwo verwende, habe ich immer das Gefühl, ich muss mich jetzt wirklich reduzieren auf die weiteren Schriften, die noch dazukommen. Gerade wenn ich auch nochmal mit Illustrationen reingehe. Und um dann nochmal mehr dieses Gesetztere zu schaffen, verwende ich dann meistens keine weiteren Handletterings mehr. Okay, ja. Ja, es ist ja auch manchmal so, dass man gerne nochmal das Logo abheben möchte, so vom Rest, dass man dafür so die eine Schrift hat und genau, die dann sonst auch nicht unbedingt wieder auftauchen muss im ganzen CI. Und ganz ehrlich, es wäre wahrscheinlich auch super schwer, das nochmal hinzukriegen. Also da müsste ich dann entweder eine Schrift quasi entwerfen und jeden Buchstaben einmal, wobei das ja auch mit einem Handlettering oft nicht funktioniert, weil da müssen einfach auch, sind viele E's drin und die müssen dann doch ein bisschen unterschiedlich aussehen, sonst sieht es auch komisch aus. Ja, das stimmt. Das wäre auch echt nochmal mehr Aufwand, sowas zu machen natürlich, weil es dann auch echt gut sein muss. Ja, genau. Und dann gab es noch die Idee von Daniela, von der Eisladengründerin und Besitzerin, so Schokocremes zu machen oder eigentlich Nusscremes mit Schokolade. Und dafür hat sie noch Etiketten benötigt. Das war noch ein ganz schöner Zusatz. Da konnte ich dann auch noch mal groß mit dieser Type umgehen, wie ich es ja schon so ein bisschen auf dem Gutschein gemacht habe, auch wenn sie da jetzt nicht gedreht ist. Genau, und klein mit den Inhaltsangaben. Mhm. Sehr schön. Geht es weiter? Ja, jetzt geht es weiter. Genau, dann haben wir hier tatsächlich nochmal die Blau aufgenommen. Und, musste ich mit dem Gelb ein bisschen sparsamer umgehen, weil es sonst mit dem Kontrast nicht hingehauen hätte. Habe ich aber gern eine Farbe im Hintergrund hatte. Genau, und das sind dann die Etiketten geworden. Hier sieht man es auf dem Glas und da hat sie das dann aufgeklebt und oben nochmal zwei verschiedenfarbige Sticker. Genau. Schön. Da passt es ja auch voll gut, wenn die alle so einen Pastellton als Hintergrundfarbe haben. Ja, genau, weil es dieses Nussige irgendwie nochmal auch Creme irgendwie repräsentiert. Genau, das war sehr das schön. Ding. Und genau, wenn wir noch Lust und Zeit haben, können wir gerne nochmal so ein bisschen in die Illustration und ins Merchandise gehen. Ich werfe mal einen Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Wir können auch immer so ein klein wenig überziehen. Also du kannst gerne mal noch kurz reinschauen, uns da reinschauen lassen. Genau, ich zeige es euch vielleicht einfach noch mal kurz. Die Idee war hier ganz kurz formuliert. Es gab den Wunsch von ihr auch weiterhin dieses Tempelhofer Feld, was eben ganz in der Nähe ist und wo auch die meisten Leute mit ihrem Eis hingehen. Wenn sie sich eins geholt haben, danach genau aufs Feld und spazieren gehen. Also ganz kurz, für alle, die es nicht kennen, das ist eigentlich niemanden, aber da habe ich mir auch selber so ein bisschen gesammelt, was können da für Elemente mit rein auf diese Elu, dieses Merchandise, was tatsächlich auf Taschen und T-Shirts gedruckt werden sollte. Was nicht nur das Logo ist. Also es sollte schon eine Illustration sein, die nochmal diesen Eisladen, aber auch ein bisschen freier davon weg, einfach Spaß macht und den Eisladen repräsentiert, aber Spaß macht. Zusammengefasst. Dann kam ich auf die komische Idee, das ist meine rudimentäre Skizze,
völlig frei das Feld dargestellt. Man erkennt es an so ein paar Elementen wie dieser Sitzbank, dem Turm und vielleicht den Drachen und den Streifen auf der Landebahn. Ja, cool. Die Eistüten agieren zu lassen als Personen, die sich auf dem Feld bewegen und ein Picknick machen oder Fußball spielen, darum liegen oder skaten, was ja auch gerade hoch im Kurs ist. Genau, und dann auch hier, also da habe ich die Skizze, diese rudimentäre, tatsächlich erstmal an sie geschickt. Mit dem Hinweis, dass es noch sehr grob ist. Und wenn sie aber diese Richtung mag, dann könnte ich mich da weiter drin verirren. Und so kam es dann auch. Und dann habe ich die nochmal gezeichnet und reingezeichnet. Und habe da so ein paar lustige Figuren entworfen mit den Eistüten. Und Ich finde die Eistüten total super und das, was du jetzt so sagst, so sehr reduziert, aber das macht es ja irgendwie auch aus. Also man erkennt einfach anhand dieses Turms und auch der gestrichelten Linie, was ja eigentlich so simpel ist, aber man erkennt sofort, was damit gemeint ist. Das finde ich total schön. Und also diese Eistüten, ich habe das jetzt erst gerade richtig gecheckt, dass das ja die Menschen oder die Personen oder lebendige Eise sind. Das finde ich super. Das ist eine einzige Verschmelzung, ja. Aber trotzdem wollte ich dann natürlich irgendwie noch diesen Schriftzug gerne mit reinbringen, habe den auch noch mal ein bisschen verändert, dass der irgendwie so ein bisschen in der Luft rumweht. Weil also auf dem Merchandise muss ja dann doch ja auch drauf. Das Ganze auf ein T-Shirt geguckt, wie sähe das aus. Dann wollte sie auch ganz gerne noch eine Version auf einem schwarzen T-Shirt. Das war ein bisschen eine Herausforderung, weil ich natürlich nicht alle Flächen hernehmen konnte als Flächen, sondern manche auch umwandeln musste in Linien, damit es überhaupt funktioniert. Und da irgendwie den richtigen Mittelweg zu finden, was ist noch sichtbar, was kann Linie sein, was muss Fläche sein. Stimmt, man sieht es ganz gut bei der Frau mit den Skates oder bei dem Eis mit den Skates, dass du da damit mit invertiert oder halt quasi mit keiner Farbe dann auch arbeitest. Genau. Ja, okay. Hattest du zuerst die bunte Zeichnung und dann daraus gehend, da muss man wahrscheinlich doch nochmal ganz schön viel auch nacharbeiten, oder? Auf jeden Fall. Und man steht dann auch so vor dem Berg und denkt sich, das funktioniert ja gar nicht und das kann ich jetzt auch doch einfach gar nicht umsetzen. Und aber dann habe ich da irgendwie doch eine Lösung gefunden. Weil natürlich nicht alle Menschen gerne Pink, Rot und Gelb auf einem weißen T-Shirt haben. Das verstehe ich. Super. Ja, genau. Und dann ist es natürlich so, dass für den Siebdruck vorbereitet werden musste und Rot, Rosa und Gelb als einzelne Ebenen nochmal umgewandelt werden müssen, damit das in einzelnen Schichten Vorgängen gedruckt werden kann. Sowas dann immer noch mitdenken oder von Anfang an mitdenken, fällt mir auch immer relativ schwer, weil es natürlich oft auf dem iPad so ein Prozess ist, wenn man zeichnet und dann sieht man hier noch das hinzu und das und dann muss man am Ende wieder separieren. War auf den Taschen, sieht es dann so aus. Habe ich dann auch nochmal in ganz verschiedenen Farbversionen probiert. Und am Ende ist es aber dann doch die helle geworden. Also ich habe dann, glaube ich, hier nochmal Bilder aus ihrem Shop. Die sind jetzt nicht ganz so aussagekräftig, aber man sieht die Endprodukte mal da hängen. Genau. Ja. Und ich glaube, das war's. Sehr schön. Das war's. Perfekt. Ja, ich würde mal sagen, du hast fast hier eine Punktlandung hingelegt. Ist doch super. Ja, schön. Super schön. Es hat sehr Spaß gemacht, dir zuzusehen oder so deinen Schaffensprozess zu sehen, so von der Idee und der ersten Skizze und wie sich das so weiterentwickelt. Und ich finde es auch, das Logo in Kombination mit den Illustrationen finde ich auch, also das wirkt so wie eine Einheit. Das ist total schön, wie du das so, diese Umsetzung gemacht hast mit der Typo, aber eben auch Illu und Grafikdesign so zu kombinieren. Sehr schön. Ganz lieben Dank dir, Christine.
ganz lieben Dank an euch im Chat, dass ihr dabei wart und auch zugeschaut habt und eure Fragen gestellt habt. Ich gebe euch noch ganz kurz eine kleine Aussicht, eine Vorschau auf die Woche. Am Mittwoch sind wir wieder da mit der Masterclass. Da ist Christian Anwander zu Gast. Sophia Emmerich ist, Host und da geht es um Fashion Photography. Und am Freitag ist Jan-Erik Weider zu Gast und es geht um NFT-Grundlagen. Und Melanie ist als Host mit dabei. An der Stelle würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ganz lieben Dank an dich, Christina, dass du hier warst. Danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ja, uns auch. danke an euch im Chat und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Habt einen schönen Wochenstart, habt einen schönen Montag und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Thank you.